Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gezeigt. Und zwar werde ich heute mal das Spiel Verkehrsgigant. Das ist im Prinzip eine, muss man ein Verkehrsnetz in einer Stadt aufbauen. Und ihr seht schon, es läuft sehr schnell. So von der, wenn man hier an den Rand geht, ist es sofort ganz weit. Also es war damals, ich hatte es damals auf einem Pentium 2 und da lief es sehr gut, auch noch ein bisschen schnell. Aber jetzt auf den heutigen PCs läuft es natürlich sehr flüssig. Also ich habe auch die Frames ein bisschen runtergedreht. Und was ich noch gemacht habe, ich habe einfach, damit es am Anfang ein bisschen schneller läuft, mir hier ein bisschen mehr Geld verursacht, was man, damit wir einfach ein bisschen mehr Money, ein bisschen schneller haben am Anfang, dass man nicht so ewig warten müssen. Na gut, aber jetzt geht es erstmal ans Eingemachte. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an einer kleinen Stelle an und bauen dann unser Verkehrsnetz auf. Und dann nehmen wir einfach mal das geholzte Wartehäuschen, denn ich mal denke, die waren noch lang. Und was hier angezeigt wird, das Grüne ist der Einflussbereich, wie viel kommen werden. Und das Rote ist, wo sie gerne hin möchten. Und das sieht man halt auch auf der Karte. Und je mehr Linien man hat, umso mehr Leute fahren da natürlich dann auch mit. Ich denke mal, das ist klar. Haben wir hier beide. Moment, ich versuche meine Haltestellen mal noch ein bisschen zu optimieren. Weil so sind sie halt nicht optimal gesetzt. Klar könnte ich die auch enger zusammen machen. So, okay. Du nimmst hier oben das mit. Du nimmst... Na, obwohl... Ja, ach, mach mal. Und du nimmst jetzt den Block hier. Du hier unten, müssen wir mal gucken. Den und... Ja, das war halt das hier hinten da noch mitnehmen. Und dann machen wir hier mal noch... Moment, der nimmt da nicht mit. Aber wenn wir hier noch das Einkaufszentrum mitnehmen wollen, dann... Ach, dann nimmst du hier noch das Einkaufszentrum mit. Und dann müssen wir mal gucken. Der nimmt hier mit und der nimmt hier mit. Dann hätten wir den für die beiden. Ja, der ist... Obwohl, nee, hier wären die... Na, obwohl. Machen wir's so. Und dann hier... Hier und hier oben. Und ihr wisst ja, ich bin ein Straßenbahnfreak-Fan. Deswegen machen wir halt hier unsere erste Straßenbahnlinie. So, aber bevor wir jetzt unsere Straßenbahn kaufen, machen wir erstmal die Preise ein bisschen niedriger. Das lohnt sich dann auch wirklich, weil dann eben noch mehr Leute mitfahren. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich das Spiel spiele. Ich kenne das ja schon ein bisschen und auch das Personal ein bisschen freundlicher gestalten und auch ein bisschen unfallfreier. Und jetzt holen wir uns natürlich ein paar Straßenbahnen. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Gleich mal noch ein paar in der Hinterhand halten. Und jetzt machen wir einfach mal unsere neue Linie. Und dann starten wir unsere Linie und lassen hier den ersten Zug fahren, die erste Bahn fahren.
Natürlich wartet sie jetzt an der Ampel. Aber jetzt kam immer, ich würde mal sagen, dass ich die dann immer fahren lasse, wenn dann, wenn der hier gewesen ist, sozusagen abgefahren ist. Denn es ist auch nicht gut, wenn die dann immer so hintereinander fahren. Aber ein paar Bahnen dann vielleicht sogar als Reserve zu haben, ist nicht so schlecht. Und ich werde es, weil, das heißt, die hier müssen viel zu, die Wartezeit ist denen zu lange. Das heißt, ich muss wohl noch ein paar Bahnen einsetzen. Und deswegen habe ich ja mir auch noch ein paar gekauft. Dass eben die Wartezeit dann auch nicht zu lange wird für die Leute an den Haltestellen. Aber irgendwie scheinen die vielleicht doch mehr oder weniger hintereinander zu kommen. Das, was ich eigentlich nicht so unbedingt wollte. Aber irgendwie hat es sich anscheinend so ergeben. Dann würde ich sagen, plane ich jetzt einfach einmal meine zweite Strecke. Die macht dann hier so ein bisschen den Rand tangieren. So, einmal hier rum, einmal hier rum. Das sieht vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas merkwürdig aus, aber das macht ja nichts. So, da haben wir jetzt auch diese Linie. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier noch ein paar Bahnen brauche. Solange es alles grün ist, ist alles im grünen Bereich. Okidoki, dann werde ich jetzt hier mal auch mit das Ganze mit Haltestellen versorgen. Hier haben wir ja welche, hier haben wir auch welche. Dann brauchen wir hier noch welche. Hier gehen wir lang. Hier brauche ich eine. Hier haben wir welche. Hier brauchen wir welche. Nehmen wir hier eins. Nehmen wir hier eins. Nehmen wir hier. Und hier. So, dann hätten wir das auch. Und jetzt würde ich mal sagen, für diese auch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Weil dadurch wird sich jetzt das Aufkommen bei dieser Linie natürlich auch erhöhen, weil sie eben eine bessere Anbindung haben, die jetzt hier wohnen sozusagen. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal unsere neue Tramlinie erstellen. Und da fangen wir einmal hier an. So, so, ah, die scheint das noch nicht ganz fertig, da auf jeden Fall soll sie ja Überschneidungspunkte haben mit der anderen Linie. Ja, ansonsten sieht das alles nicht so gut aus. Ach, und was ich noch vergessen habe, wir machen mal hier das etwas bei 95%, dass die dann gewartet werden. Naja, ansonsten könnte es schnell zu Problemen kommen. So, und da ich jetzt diese Linie eröffnet habe, ist auch bei der anderen Linie mehr Verkehr. Aber ich denke mal, dass das auch klar ist.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, da ist ein Gelbe. Das ist nicht so schön. Aber vielleicht kann man das dann auch bald umgehen. Auf jeden Fall, meine roten Straßenbahnen erobern hier die Stadt. Das finde ich doch schön. Hier stapeln sie sich alle. Das war vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, die ich da so hatte. Aber naja, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt noch rote, sagen wir mal, jetzt müssen wir mal gucken, die Tramlinie 1, die macht. Die Tramlinie 2. Gut, es ist ja auch alles klar, dass die Gewinn machen. So, da müssen wir mal gucken. Jetzt würde ich sagen, dass ich hier einmal sozusagen hier so einen Ring rumbaue. Mit Straßenbahnen. Müssen wir hier einmal sozusagen hier so den Ring haben. Schule hat geklingelt. Hallo, warum baust du hier meine Strecke nicht weiter? So, jetzt haben wir hier die Strecke auch und jetzt setze ich Häuschen, Wartehäuschen. So, zack, jetzt haben wir den hier mit rein, den hier, jetzt kann man hier die 4, okay, hier die, hier nehmen wir die mit, nehmen wir noch den mit. Ich will ja pro Haltestelle möglichst viel abgreifen. So, dann haben wir das auch. Und jetzt gibt es wieder 10 Bahnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, ich will bloß noch sagen, ich hatte das am Anfang erhöht, sozusagen das Geld gleich, damit man... Damit es eben nicht so lange dauert, bis ich dann mir neue Bahnen kaufen kann und so weiter und so fort. Damit das alles ein bisschen schneller vorangeht. So, dann setzen wir hier mal die Bahnen ein. Und da sind auch schon die ersten, die mit meinen Bahnen fahren wollen. Das finde ich immer sehr schön, dass meine Verkehrsmittel genutzt werden wollen. Ich glaube, das freut natürlich jeden Verkehrsunternehmer, wenn die Leute mit ihren Bussen und Bahnen fahren. Aber Busse bin ich nicht so der Fan von und deswegen habe ich mir hier ein Straßenbahnnetz oder werde ich mir hier ein sehr, sehr schönes Straßenbahnnetz aufbauen. So, hier staut sich natürlich so ziemlich alles. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, dass sich das hier so alles staut. Da müssen wir mal noch, ich
denke mal, wir kaufen 1, 2, 3 und spendieren jeder Linie jetzt noch eine weitere Tram. Damit sich das eben, also damit wirklich auch die Leute alle mitkommen. Auch wenn die ein bisschen Minus erstmal einfährt. Das denke ich mal, das ist dann nicht so schlimm. Insgesamt fahren sie doch ein Plus ein. So, dann würde ich sagen, werden wir uns einmal um die nächste Tramlinie kümmern. Und zwar denke ich einmal von hier an. Es wird auch wieder eine etwas längere Linie. Werden. Genau. So, Tag. Einmal. Hier rum. So, das, ich muss ja hier dran denken, dass das Ganze im Prinzip teilweise manches eine Einbahnstraße. So, da hat man das jetzt auch. Dann gibt es noch Wartehäuschen überall. Wo Wartehäuschen entstehen müssen. Hier runter. Ja, das war jetzt, muss ich erstmal kurzzeitig überlegen, wo ich hier denn sozusagen lang muss. So, dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist erstmal nur eine Standardausrüstung. Aber ich denke mal, wir fangen jetzt von hier an. Werden einmal hier die. Man kann natürlich auch, aber wir. So, genau, so ist es richtig. Und jetzt setze ich wieder ein paar Bahnen ein. Natürlich wird es wieder erstmal eine Weile dauern, bis dann die nächsten so rumfahren. Aber ich denke, das ist ja selbst, denke ich mal, selbstverständlich. Aber ich hoffe, die stecken halt jetzt auch nicht alle dann so stark im Verkehr fest. Hoffe ich mal. Aber man weiß es nicht. So, kommen die denn auch bald mal wieder rum? Das wäre nicht so verkehrt. Aber ich glaube, da muss ich den ganzen dann noch ein paar Bahnen spendieren. Oha! Die Bahnen sind hier blockiert. Ganz schön. Na gut, auf jeden Fall, das war so ein erster Eindruck dieses Spiels. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim
beim nächsten gezeigt, beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao!